sehr geehrter Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt bin ich unter das Schema gestiegen, das Sie davon anwenden. Ich bringe, das war in den vorangegangenen Einzelplänen anders, da hat es noch einigermaßen gepasst. Aber nichtsdestotrotz, sehr geehrter Präsident, ich möchte gern die 7519 und die 7520 einbringen, aber bitte getrennt abstimmen lassen. In der 7519 geht es wiederum um einen Minderungsantrag, und zwar hier um die Erstattung an gemeinsame Einrichtungen der Länder. Hier beziehen wir uns wieder auf die Ist-Ausgaben in den vergangenen Jahren, haben das nochmal ein bisschen aufgerundet, und zwar auf 100.000 Euro pro Jahr. Dies halten wir für ausreichend, aufgrund dessen diese Kürzung um 69.000 pro Jahr. Und zum anderen Änderungsantrag zur 7520. Hier geht es um die Erstattungen für Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung und zum Tierschutz. Hier haben wir ebenfalls den Rotstift angesetzt, auch wieder bezugnehmend auf die Ausgaben der vergangenen Jahre und den erwarteten Anstieg der Erstattungen gemäß § 3 Absatz 4 des sächsischen Gesetzes für die Tierbeseitigung. Da haben wir die Mittel natürlich mit berücksichtigt. Somit kommen wir auf einen neuen Betrag von jeweils 2,5 Millionen pro Jahr. Dies halten wir für ausreichend. Aufgrund dessen bitten wir um Zustimmung. Vielen Dank.